Die Tischtennisdamen von SVS Ströck empfingen im Rückspiel des ETTU-Cup-Halbfinale die Gegnerinnen aus Linz. Nachdem das erste Spiel deutlich mit 3:0 gewonnen werden konnte, sollte der Finaleinzug eine klare Angelegenheit werden. Und einen großen Applaus für Liefen! Wie wichtig ist denn dieser Sieg? Wäre uns sehr wichtig. Wir haben vor 4 Jahren das Projekt SVS Ströck ins Leben gerufen, haben auf nationaler Ebene sofort in den ersten 2 Jahren den Meistertitel errungen und wollen in diesem Jahr den ersten großen internationalen Titel gewinnen. Und das wäre dieser ETTU Cup, wobei die Schärfe aus dieser Partie etwas genommen wurde durch unseren 13:0 Auswärtssieg im ersten Spiel. Wir haben das Auswärtsspiel gegen Linz, das Leistungszentrum, schon gewonnen. Und wenn wir dieses heute gewinnen, dann sind wir im Finale des ETTU Cups und das ist eine tolle Sache für den SVS Ströck. Mit 11:4, 11:8 und 11:5 gewinnt Liefen Spiel Nummer 1 und steht auf 1:0 für den SVS Ströck. Die Spielerinnen des SVS Ströck stehen jetzt mit beiden Beinen im Finale. Sind Sie stolz darauf? Ja, schon. Also ich denke, dass es von der Ausgangslage schon so gewesen ist, dass wir Favorit in diesem Spiel gewesen sind. Und man muss es trotzdem erst einmal spielen. Und wir wollen in dieser Saison den ersten großen internationalen Titel gewinnen. Und jetzt haben wir 5/6 des Weges zurückgelegt. Jetzt spielen wir im Finale gegen Lille aus Frankreich. Das ist eine ganz, ganz schwere Herausforderung für uns. Aber wir werden schauen, was wir schaffen. Der SVS Ströck steht im Finale. Sind Sie stolz auf die Spielerinnen? Sehr stolz. Ich habe es zwar vorhergesagt, aber sie haben wirklich eine tolle Leistung geboten. Und das wird, so wie es ausschaut, ein 3:0. Das ist eine tolle Sache. Unser Nummer 1 hat sowieso sehr gut gespielt. Die zweite Partie war etwas umstritten. Es war doch die rumänische Meisterin, gegen die wir gespielt haben. Und jetzt, glaube ich, die dritte Partie ist eine eindeutige Sache. Wir freuen uns schon auf das Finale. Der SVS Ströck hat 3:0 gewonnen. Hätten Sie sich dieses Ergebnis je erträumt? Ja, eine Seite ja. Andere Seite ist schade, weil normalerweise wir möchten wieder Champions League spielen. Nicht ETTU Cup. Aber okay, dieses Jahr wir alle müssen mehr kämpfen. Dann nächste Saison, wir möchten wieder Champions League spielen. Glauben Sie, die Spielerinnen haben jetzt genug Selbstvertrauen getankt, um jetzt im Finale zu gewinnen? Selbstvertrauen getankt haben sie genug, aber man darf nicht vergessen, die Saison bis dahin ist noch lang. Die Europacup-Saison wird jetzt unterbrochen durch die Mannschaftsweltmeisterschaft in Japan. Danach ist wieder alles neu durchgemischt. Wir spielen das erste Match Mitte Mai in Frankreich und dann 10 Tage oder 14 Tage später hier bei uns in der WSA in Schwechat. Bis dahin kann wahnsinnig viel passieren, aber ich denke, wir sind auf gutem Kurs.